Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Das letzte Mal, als wir aufgehört haben, waren wir auf der Flucht von diesen miesen, hässlichen Soldaten. Und diese Flucht setzen wir jetzt einfach mal fort. Ja, so vor allem. Gut, es hat keinen Sinn. Die Steuerung zwingt mich dazu, hier in den Kampf zu gehen. Das stinkt schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Dass die so ungenau ist auch einfach und so verbuggt teilweise. Ist richtig nervig manchmal. Aber naja, gut. Dann besiegen wir die Mistkerle halt einfach. Und du stirbst, mein Freund. Du stirbst. Du wolltest uns auch töten. Und deshalb stirbst du jetzt auch. So, jetzt gehen wir hier hoch und dann müssen wir ein bisschen durchpusten hier. Och, komm, das kann doch nicht wahr sein. Sonst immer klappt es doch auch wunderbar. So, meine Herren. Gibt es doch nicht. Jetzt müssen wir erstmal eruieren, wo wir als nächstes hingehen. Weiß ich ja noch gar nicht. Ich würde sagen, zu diesem Aussichtspunkt hier, oder? Klingt wohl am besten. Klingt wohl am besten. Die Klinge hole ich mal schon raus, weil ich denke mal, dass uns hier gleich wieder einer erwartet. Ein negativ gesinnter Halunke. Rüber, rüber, hoch und hier nach oben. Schwupp dich. Und dann nach da nach oben. Und danach da nach oben. Dann nach dort oben. Meinte ich natürlich. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was sich jetzt auftut hier hinten. So, da hinten sehen wir die richtig coole Festung, oder was das ist. Ja, das ist die Festung da hinten. Und hier hinten ist die Kathedrale. Sieht sehr geil aus. Und hier gibt es schon wieder einen Taschendiebstahl. Das gibt's doch gar nicht. Wo haben wir denn so ein Ding, wo wir reinhüppen können? Da unten? Jo, da unten. Boah, Alter. Alter, ihr macht doch nicht so einen Kram. Mach dich weg, Penner. Ja, dann machen wir schnell den Taschendiebstahl, komm. Wenn wir schon sowieso hier hinten sind, dann können wir den auch gerade schnell erledigen. Weg! Oh, ein Templer oder was? Eieiei. Verstecken wir uns mal hinterm Baum? Go. Ob es ein Fehler war, Wilhelm aufzunehmen? Er ist alt und hält zu viel von sich selbst. Sein Heer ist das größte nach dem des Orchenon. Und wir brauchen es. Ich gehe jetzt zu den anderen Brüdern. Sorg dafür, dass sie alles haben, was sie brauchen. Gewiss, sie dürfen nicht scheitern. Fürchtet euch nicht, der Meister hat einen Plan. Gerade jetzt arbeitet er daran, unsere Verluste zu unserem Vorteil zu kehren, falls es soweit kommt. Was hat er vor? Je weniger ihr wisst, desto besser. Tut, wie euch befohlen wurde. Bringt den Brief, den ihr bei euch tragt, zu unserem Meister. Ja, er wird zwar zu seinen anderen Kollegen zurückkehren, aber ohne das Dokument. Und das werden wir ihm jetzt entwenden. Und zwar mit all unseren assassinischen Fertigkeiten. Zack. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben es wieder gepackt. Das freut mich. Das freut mich. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was da gerade stand. Verdammt. Auf jeden Fall sind unsere Nachforschungen schon wieder beendet. Aber wie gesagt, wir machen ja diesmal alles. Zumindest ist das, was wir einigermaßen easy hinbekommen. Wenn wir natürlich jetzt bei so einer Informantenmission irgendwie drei Anläufe brauchen oder so, dann macht es einfach keinen Sinn. Dann tut mir das natürlich leid, aber es macht keinen Sinn. Weil das wird ja dann mit der Zeit auch einfach langweilig. Komme ich da jetzt nicht hoch, oder wie? Sag mal, das ist doch unfassbar. Das ist doch einfach unfassbar. Ich fühle mich manchmal wirklich verarscht. Ich fühle mich manchmal wirklich verarscht. Mal packt das und mal packt das überhaupt nicht. So wie hier zum Beispiel. Da konnte er jetzt zum Beispiel auch über Eck laufen. So, da muss ich mir kurz räuspern. Entschuldigung. Das ist wirklich immer unglaublich. So, wie kommen wir denn da jetzt am gescheitesten nach oben? Ach, hier. Bitte? Wer redet da? Niemand scheinbar. Also ich habe niemanden gehört und auch niemanden gesehen. Da war anscheinend niemand. So. Dann gehen wir halt über Umwege hier hoch. Ist auch kein Problem. Hauptsache, wir kommen hoch. Dann müssen wir scheinbar auf die Stadtmauer hier klettern. Hallo? Was? Zur Hölle war das schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das macht mich so aggressiv, das glaubt ihr gar nicht. Ah,
Dann versteck dich wie eine Ratte. Das. Du kriegst noch deinen Tribut da oben gezollt, mein Freund. Das glaub mir mal. Dich lasse ich nicht am Leben. Da kannst du einen Feuchten drauf lassen. Dass du hier nicht lebendig dein Leben überstehen wirst. Denn du wirst tot weiterleben. Alter, das gibt's doch gar nicht. Da muss man so genau drücken, oder wie? Boah, ich lasse den Aussichtspunkt gleich aus, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen. Nee, komm, leck mich. Halt die Schnauze auch mal. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach... Das geht gar nicht. Das kann gar nicht gehen. Und hier geht's wieder nicht nach oben. Das ist äußerst kurios. Verdammt. So, jetzt nochmal ganz langsam. Nee, komm. Also, so nicht. So nicht. Mach dich weg, Oma. Weg. Wieso kann ich denn nicht drücken, Alter? Was ist das denn? Alter, da krieg ich echt Black. Da krieg ich einfach nur dicken Black. Black am Sack. Die werden jetzt bluten dafür, dass die Steuerung so scheiße ist. Stirb, du mieses Arschloch. Na komm, komm. Du wächst es doch. Und du sowieso. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Wenn du eine geile Schnitte wärst, würde ich sagen, renn weg, sonst werde ich gleich etwas mit dir anstellen. Aber du bist hässlich. Eine Dame mit ästhetischen Mangelerscheinungen. So, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Aussichtspunkt, den lassen wir einfach mal weg. Und dann probieren wir uns doch einfach mal an der Informantenmission. Da werden wir ja auch wieder ein paar Minütchen für brauchen, weil die sind ja nicht so ganz einfach. Alter, irgendwann prügel ich echt mal so eine Tuse um. Irgendwann wird es geschehen. Weg. Zum Weg. Oder muss ich wieder ragen? So, hier hoch. Schwurbeldi-dubeldi und dann hier rüber und dann ist die Informantenmission. Da ist eine Flagge. Da hinten ist die Informantenmission. Hey. Hallo. Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Alter, ihr seid's nur. Gott sei Dank. Okay, jetzt sollen wir... dem Besoffenen ausweichen? Nee, wir sollen... Alter, halt die Schnauze, verpiss dich. Oma. So, wen müssen wir denn jetzt hier killen? Den im Orangenen. Ach du Scheiße. Kommen die denn jetzt her? Jetzt schlagen wir zu. So, und jetzt verpieseln wir uns schnell, weil sonst kommt die andere Truppe gleich wieder. Und der Psycho. Okay, den ersten Informanten haben wir. Also den ersten, das erste Informantenziel war ja nicht der Informant. Wutentbrannt tötete ich den Informant. Okay, und der zweite lauert hier hinten. Oder wo? Mal darüber springen, so. Pam. Pam. Alter. Es musste so geschehen. Und jetzt tauchen wir schnell unter. Schnell untertauchen. Warum stehen die denn hier so? Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Okay, wir bleiben einfach mal in der Untertauchposition. Das ist scheinbar wieder ein Bug.
Von denen gibt's ja hier leider scheinbar genügend. So, raus aus der Untertauchten. Und weg. Alter, du alter Psychopath, ey, das ist unfassbar. Die immer hier einen auf einen losgehen, aber wir haben die Informantenmission scheinbar geschafft. Das dürfen wir halt nur nicht noch von irgendjemandem entdeckt werden. Also gehen wir besser mal aufs Dach hoch, ist vielleicht besser. Aber hier warten ja auch immer Wachen, ne? Ja, ist eigentlich egal. So schnell wie möglich halt jetzt zurück zum Informanten. Damit wir unsere dokumentare Belohnung einheimsen können. Ich glaube, der war ja hier unten sogar irgendwo, ne? Hallo. Ein bisschen, ja. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Danke, Meister. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Wenn die Tore der Zitadelle geschlossen werden, sind die Mauern der einzige Weg nach draußen. Und jetzt muss ich nochmal gerade schauen, müssen wir denn jetzt Richard oder Wilhelm töten? Jetzt sein Ärger über die Tore der Blabla. Nee, Wilhelm von Montferrat müssen wir töten jetzt, ne? Denke ich jetzt einfach mal. Karte zeigt, was soll das Bogenschütze? Ja, Wilhelm, denke ich mal. Oder Richard? 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 Ich weiß es nicht. Wir werden es, denke ich, noch früh genug erfahren. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wo gehen wir denn jetzt nochmal hin? Wir könnten ins Assassinenbüro zurückkehren. Ich würde aber gerne noch da unten die beiden Aussichtspunkte holen. Und das machen wir jetzt auch gerade mal noch schnell. Aus weg! Weg, Oma! Und dann haben wir es ja fast scheinbar schon wieder gepackt, ne? Dann sind wir ja schon fast vorm nächsten Attentat. Ist ja unglaublich, wie schnell das auf einmal funktioniert hier. Das gibt es ja ja nicht. Mach dich weg. Weg! Joho! Der war so geschockt, der wusste gar nicht, was er sagen soll. So, jetzt müssen wir auf dieses Ding draufklettern. Ich weiß nicht, ist das schon die Zitadelle? Ne? Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden. Wah, das kann doch nicht wahr sein. Die sind echt gut, die sind besser geworden, die Feinde. Das muss man schon sagen. So, der ist jetzt aber weg. Und wir hüpfen schnell in das Ding da hinten rein. Dann sind wir nämlich wieder anonym. Schwupps und fertig ist die Lauge. So, da hinten ist eine Flagge, die sehe ich. Aber, naja, die lassen wir einfach mal Flagge sein. Denn unser Objekt der Begierde ist ja der Aussichtspunkt. Und der Typ da, den wir jetzt trotzdem killen. So, man sieht sich immer zweimal im Leben, mein Freundchen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Alles klar, wie kommen wir da hoch? Vielleicht... Okay, das hat schon mal geklappt, sehr schön. Die Gitter kann er doch bestimmt hochklettern. An der Gitter hochklettern. Oh, ich bin gestern an der Gitter hochgeklettert. Klingt auf eine gewisse Art und Weise versaut. Aber irgendwie auch ziemlich interessant. Naja. Okay, vielleicht hier hinten irgendwo. Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Das schafft er nicht. Verdammt. Fuck, wie kommen wir denn da jetzt nach oben? Schöne Scheiße. Hier vielleicht. An den Dingern da? Ja, hier geht's nach oben, glaube ich. Und dann hier außen rum? Ja, 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 ja. Ja, hier geht's hoch. Sehr schön. Oder? Sah das jetzt nur so aus? Ja, sah scheinbar im ersten Moment nur so gut aus, aber... Da geht's hoch, da geht's hoch. Ganz schön hoch. Für so einen Hobby-Assassin wie Desmond? Okay, jetzt ist natürlich nur die Frage. Wie kommen wir da oben an die Dinger dran? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Befragung? Okay, wie kommen wir jetzt nach oben? Das ist eine gute Frage, glaube ich. Wir klettern einfach mal noch ein bisschen weiter. Ist doch egal. Hier kann er nicht hoch, ne? Bah, das gibt's doch gar nicht.
Ich weiß ja nicht, ob er sich da unten festhalten kann, sonst würde ich nämlich mal probieren. Wieso kann er denn jetzt schon wieder nicht nach links klettern, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Kletter doch bitte nach links, Junge. Ah. Meine Fresse. So, kommen wir hier... Ja, hier kommen wir schon mal hin, okay. Und hier hoch geht's natürlich auch, ne? Jo. Können wir denn den Kreis hier nach oben klettern? Super, das funktioniert. Dann haben wir den Hochweg, den Aufweg haben wir ja jetzt gefunden. Sehr schön. Und da ist noch eine schöne Leiter, die hat man uns da hingestellt. Die ignorieren wir aber einfach mal gekonnt. Weil wir es können. Ach du Scheiße. Halt, ihr dürft nicht passieren. Halt die Fresse. Bitte nicht. Tschüss. Das kann nicht wahr sein. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ach, wir haben hier Gott sei Dank eben gerade noch gespeichert. Zum Glück ist der Templer unten zuerst aufgekommen. Geil, 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 ey. Das ist unglaublich. Ich wollte gerade schon ragen schon wieder. Weil normalerweise tut er sich doch immer so an die Kante stellen und schwurbelt dann hier mit seinem Gummikörper so hin und her. Meine Fresse, ey. Fällt er einfach mal hinterher. Ich hatte einfach Mitleid mit dem armen Kerl. Der ist da so runtergeklatscht. Nee, das war ziemlich fail. Boah, wie hoch ist denn der Turm? Alter. Jetzt sag mir bloß, das ist ganz oben. Heiliger Bimbam. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß ja nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber ich habe ganz normal gedrückt, ja? Ganz normal, dass er nach links, dass er nach rechts läuft und er fällt runter. Was ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Die Schwierigkeit liegt in diesem Spiel eher an der Steuerung und nicht daran, dass das Spiel schwer ist. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Boah, 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 nee, nee, nee. Meine Fresse. Naja, probieren wir es nochmal. Der Turm ist einfach zu krass, als dass man ihn auslässt. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal nach oben. Ich hoffe, dass er es diesmal hinbekommt. Und nicht wieder runterfällt. Jetzt sind wir schon zweimal in einer Folge gestorben. Das ist ja unglaublich. Das hatten wir bisher noch nie. So, jetzt gehe ich gleich mal ein bisschen hier rüber. Damit er nicht wieder runterklatscht. Der alte Penner. Ich bin voll der Wannabe-Assassine. Bei der kleinsten Berührung falle ich schon runter. Ach du heilige Scheiße. Boah. Wie krass dieser Aussichtspunkt halt einfach mal ist. Templerflagge und synchronisieren. Heilige Scheiße, ist das ein Riesengerät? Und ich weiß gerade gar nicht, gibt es hier überhaupt irgendwo ein Ding, wo wir reinhüppen können? Ich sehe doch da unten, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt Let's Play Assassin's Creed. Wir werden jetzt gleich noch zusammenschauen, ob er das jetzt schafft. Ich verabschiede mich aber schon mal von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein und drückt die Daumen. Ja, es klappt. Haut rein.